Was denken die Ungarn über ihre Nachbarländer und über ihre Nachbarvölker? Das ist eine überaus komplizierte Frage, die man nur beantworten kann, wenn man die Geschichte vor Augen hält. Die Ungarn, die selbst immer fest davon überzeugt waren, dass sie praktisch ein Volk mit den Hunnen von König Attila sind, zogen gegen Ende des 9. Jahrhunderts in das Karpatenbecken ein und gründeten dort ein Königreich. Das Land, in das sie eingezogen sind, war praktisch entvölkert. In der kollektiven Erinnerung der Ungarn ist nur so viel verzeichnet, dass sie einen slawischen Fürsten namens Svatopluk besiegt haben. Über einen Staat auf dem Gebiet gibt es keine historische Notiz, wie auch darüber nicht, dass sie ein anderes Volk vorgefunden hätten, das zahlenmäßig erwähnenswert gewesen wäre. Im Jahre 896 gab es hier keine Slowaken, keine Ukrainer, keine Rumänen, keine Serben, keine Kroaten, keine Slowenen und auch keine Österreicher, die als Volk und Nation existiert hätten. Nur die Ungarn, die sich als ein Volk und eine Nation verstanden, die eine gemeinsame Führung, eine einheitliche Sprache und dann auch einen gemeinsamen Staat hatten. Im Jahre 1000 nahm der ungarische König István, auf Deutsch Stefan, das Christentum an, womit die Ungarn endgültig in Europa und im europäischen Staatensystem ankamen. Der ungarische König László, also Ladislaus I., eroberte 1091 auch die kroatischen Gebiete und gründete in der Stadt Zagreb ein katholisches Bistum. Seit dem Jahr 1102 existierte Kroatien im Rahmen des ungarischen Königreiches de jure als eine erbliche Personalunion, de facto aber als eine Provinz Ungarns. Die Ungarn sind also fest überzeugt und verweisen dabei auf die Geschichte, dass die ehemaligen ungarischen Gebiete historisch gewachsen und absolut rechtmäßig dem ungarischen Königreich und den Ungarn gehörten. Deshalb empfinden sie das Friedensdiktat von Trianon 1920 nach dem Abschluss des Ersten Weltkrieges als die größte Ungerechtigkeit, was einem Volk in Europa je widerfahren ist, zumal Ungarn bei diesem Diktat 2/3 seines Territoriums und ca. 5 Millionen Ungarn an die erweiterten oder ganz neu geschaffenen Nachbarstaaten verlor. Die Ungarn denken, dass das Land Jahrhunderte hindurch ethnisch einheitlich war und dass dies nur durch die Großzügigkeit der Ungarn verändert wurde, indem man im Land viele Serben aufgenommen hatte, die vor den Türken geflohen waren, und man ließ auch zu, dass die bitterarmen Rumänen vor allem als Viehhirten nach Siebenbürgen einsickerten, ebenso wie die späteren Slowaken, die aus Richtung Polen kamen und erst in Ungarn zu Slowaken geworden sind. Die Ungarn empfinden die Abspaltung dieser Gebiete deshalb auch als einen schändlichen Verrat. Man tat etwas Gutes, das mit Bösem bezahlt wurde. Die Ukraine spielen in dieser Hinsicht keine Rolle, weil sich die slawischen Gruppen, die in Karpatoje oder wie die Ukrainer heute sagen, in der Karpato-Ukraine lebten, sich als Ruthenen bezeichneten und wohl selbst auch nicht gewusst haben, dass es Ukrainer gegeben haben soll. Das denken also die Ungarn im Allgemeinen. Aber was denken Sie von den einzelnen Nachbarstaaten und von den Nachbarvölkern? Der einfachste Fall ist Slowenien. Über Slowenien sind die Ungarn wohlgesonnen. Die wenigen Quadratkilometer, die das heutige Slowenien aus Ungarns Staatsgebiet bekam, spielen keine große Rolle. Die Slowenen führen eine ausgezeichnete Nationalitätenpolitik. Die ca. 12.000 Ungarn, die in Slowenien leben, haben eigene Schulen, Institutionen, Radio- und Fernsehprogramme, Parlamentsabgeordnete. Also es gibt keine diesbezüglichen Belastungen. Die Ungarn sehen die Slowenen als ein sauberes, fleißiges und feines Volk, das in einem schönen Land lebt und von dem man einiges lernen kann. Ob die Slowenen die Ungarn auch mögen, weiß man weniger. Für die Ungarn ist das aber auch keine Frage, über die sie sich den Kopf zerbrechen. Die Ungarn mögen auch die Kroaten. Für die Ungarn ist es eine Selbstverständlichkeit, wie man sagt, dass auch Kroatien ein Teil Ungarns war. Man macht hier keinen Unterschied mit der de jure Personalunion und man nimmt den heutigen Kroaten auch nicht übel, dass sie im Jahre 1848 im Bunde mit den Habsburgern den ungarischen Freiheitskampf niederschlagen wollten, bis sie dann in der Schlacht von Pakost von den Ungarn geschlagen wurden. Den Ungarn tut es schon weh, dass die Kroaten ihrerseits so tun, als wäre nichts gewesen und dass sie die Nase oft hochtragen, vor allem was ihre schöne Adriaküste betrifft, wobei zu betonen wäre,
wäre, dass die schönen Städte an der Küste von den Italienern gegründet und aufgebaut wurden und ihre Geschichte nur wenig mit den Kroaten zu tun hat, denken dafür die Ungarn. Aber auch das nehmen die Ungarn hin, vor allem weil die Kroaten die Spuren der ungarischen Geschichte an der Adriaküste doch pflegen, vor allem die Bauten der ungarischen Könige. Trotz der gemeinsamen Geschichte empfinden die Ungarn Kroatien als Ausland, in dem man sich an vielen Orten doch im eigenen Land befindet. Kroatien geht mit den ca. 15.000 Ungarn, die vor allem in der südlichen Boronja leben, sehr gut um. Ihre Nationalitätenrechte sind gesichert, was Ungarn stets wohlwollend quittiert. Mit den Serben geht die ungarische Seele vorsichtiger um. Einer der größten Siege der Ungarn über die Türken erfolgte in der Stadt Nándor Fehérvár. Zu Ehren dieses Sieges 1456 hat der Papst das mittägliche Glockengeläut eingeführt. Die Stadt heißt heute Belgrad und sie ist die Hauptstadt Serbiens. Der Norden Serbiens, die Vojvodschag, auf Deutsch Vojvodina, gehörte zum historischen Ungarn. Die Gegensätze auf diesem Gebiet erreichten in der jüngeren Geschichte auch grausame Höhepunkte, wie auch während des ungarischen Freiheitskampfes 1848-1849, als die Serben ungarische Dörfer angriffen und wehrlose Menschen niedermetzelten. Die Serben erwähnen auch immer die Rückeroberung der Vojvodina durch Ungarn im Jahre 1941 mit vielen Todesopfern. Die Ungarn denken gleich an die Bluttaten des Partisanenführers Josip Broz Tito, den viele Ungarn ebenfalls als einen schlimmen Kriegsverbrecher und Massenmörder betrachten, da er mit seinen Partisanen gegen Kriegsende in der Vojvodina zehntausende ungarische Zivilisten ermordet hat. Diese Frage wurde zwischen Ungarn und Serbien erst in den letzten Jahren geklärt. Deshalb denken die Ungarn an Serbien immer mit diesem Hintergedanken im Kopf. Trotzdem meinen aber die Ungarn, dass die Serben fähige Menschen sind, die gut arbeiten können, dass die Serben gute Soldaten sind und dass das heutige Serbien oft einen schlechteren Ruf hat, als es einen verdienen würde. Aber emotional bleibt die Vojvodina, die Vojvodschag, immer ungarisch, unser Land. Aktuell sind die zwischenstaatlichen Beziehungen ausgezeichnet, das heutige Serbien gewährt, aber wirklich erst in den letzten Jahren, den dort lebenden Ungarn weitgehende Rechte. Das ist für die Ungarn immer am wichtigsten. Rumänien, das ist der schwierigste Fall. Die Rumänen, ursprünglich ein Hirtenvolk auf dem Balkan, sickerten im Laufe des Mittelalters nach Siebenbürgen ein, wo sie von den Ungarn und von den Siebenbürger Sachsen als Viehhirte angesiedelt wurden. Politisch und gesellschaftlich spielten sie keine Rolle. In Siebenbürgen hatten nur die Ungarn, die ungarischstämmigen Siegler und die Siebenbürger Sachsen einen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Stand, wobei der Adelstand gänzlich ungarisch war. In Siebenbürgen gibt es kein einziges historisches Baudenkmal, das von Rumänen errichtet worden wäre, und auch keinen kultischen Ort, den man mit den Rumänen verbinden könnte. Die Ungarn denken einfach, dass diese eingesickerte Gruppe von den Ungarn zu gut behandelt wurde, und wie es für arme Völker charakteristisch ist, hätten sich die Rumänen in Siebenbürgen mit ihren unzähligen Kindern einfach übermäßig vermehrt. Umso schmerzlicher ist es für die Ungarn, dass die Rumänen das schönste und wertvollste Teil Ungarns, Siebenbürgen, beim Friedensdiktat von Trianon mit französischer Hilfe erhalten haben. In Siebenbürgen liegt ein Großteil der ungarischen Geschichte, unzählige Denkmäler und Städten verkörpern Basisteile der ungarischen Geschichte und der ungarischen Identität. Kein Ungar würde jemals sagen, dass Siebenbürgen nicht ein Herzstück Ungarns wäre. Solange es Ungarn geben wird, wird sich das auch nicht ändern. Die Ungarn sehen die Rumänen als unrechtmäßige Wilderer in Siebenbürgen, die es dazu auch noch brutal abgewirtschaftet haben. In den letzten 100 Jahren gab es rumänischerseits in allen Systemen eine massive staatliche Ansiedlung von Rumänen in Siebenbürgen, um die Bevölkerungsanteile zu verändern. Die dort lebenden Ungarn wurden ständig unter Druck gesetzt und ihre Rechte beschnitten, wo man es nur konnte. Trotz 100-jährigem Assimilationsdruck ist es aber den Rumänen nicht gelungen, das Rückgrat der Ungarn zu brechen. Die Ungarn stehen in Siebenbürgen auch heute noch unter Druck und werden von dem rumänischen, auch staatlich geförderten Nationalismus drangsaliert.
Die Ungarn denken auch, dass die ungarische Kultur und der ungarische Kulturstand dem rumänischen weit überlegen ist. Die Rumänen werden von den Ungarn nicht ernst genommen. Man sieht sie als Diebe und Lügner, die immer ihre Verbündeten verraten, wie das so oft in der Geschichte passiert ist. Auch Siebenbürgen hätten sie nur mit französischer Hilfe klauen können. Deshalb würden sie ständig befürchten, dass sie Siebenbürgen an die rechtmäßigen Besitzer, also an die Ungarn, zurückgeben müssen. Der Verlust Siebenbürgens an Rumänien ist das Schmerzlichste, was den Ungarn je widerfahren ist, und das werden sie nie akzeptieren. Die zwischenstaatlichen Beziehungen werden ständig von diesen Aspekten belastet. Die Ungarn nehmen es auch dem rumänischen Staatspräsidenten, dem Siebenbürger Sachsen Klaus Iohannis, sehr übel, dass er als Sachse auch ständig Hetze gegen die Ungarn betreibt, wobei seine Vorfahren gerade eben von den Ungarn im schönen Siebenbürgen aufgenommen wurden. Wenn man die Ungarn nach ihren Nachbarländern fragt, fällt den meisten Ungarn die Ukraine erst gar nicht ein. Die Ukraine als Staat ist trotz der geografischen Nähe ein unheimlich fernes Land, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Die Ukraine wird als ein gewalttätiges, brutales Land empfunden, das vor allem von der organisierten Kriminalität definiert wird. Je weiter weg von der Ukraine, desto besser, denken die Ungarn. Dabei spielt es sicherlich eine Rolle, dass die Karpatöer, die die Ukraine als Karpato-Ukraine bezeichnen, nach dem Friedensdiktat von Trianon 1920 zuerst der Tschechoslowakei zugeschlagen wurde und bis Ende des Zweiten Weltkrieges der Tschechoslowakei bzw. der Slowakei gehörte. Danach war es die Sowjetunion und in deren Rahmen die künstlich erschaffene Ukraine. Die Ungarn würden heute gerne die ca. 150.000 Ungarn in Sicherheit wissen, die noch in der Karpatöja leben. Sie werden staatlich organisiert, oft mit mafiaartigen Maßnahmen drangsaliert, der muttersprachliche Unterricht wird schrittweise verboten, langsam auch der Gebrauch der ungarischen Muttersprache, die ungarischen Denkmäler werden zerstört und die Ungarn denken, die Ukrainer würden die ungarische Minderheit am liebsten vollzählig aus Karpatöja verjagen, wenn nicht gleich physisch vernichten. Die Ungarn trauen das den Ukrainern auch zu. Und die Karpatöer. Die Ungarn würden gerne jene Kreise zurückerhalten, in denen mehrheitlich Ungarn leben, aber die ganze Karpatöer nur ohne Ukrainer. Der durchschnittliche Ungarn verbindet mit der Ukraine und mit den Ukrainern praktisch keinen einzigen positiven Gedanken. Man möchte mit dem Land am liebsten gar nichts zu tun haben. Die Slowakei ist ein besonderer Fall. Die Slowakei erhielt nach dem Friedensdiktat von Trianon nicht einfach Teile von Ungarn. Die gesamte Slowakei wurde gänzlich aus einem Teil Ungarns erschaffen, das die Ungarn als Felvidék, auf Deutsch Oberland, bezeichnen. Die Ungarn witzeln oft, dass man die ausführliche Geschichte der Slowakei in einer SMS zusammenfassen kann. 10% der Bevölkerung der heutigen Slowakei stellen die Ungarn, die im Laufe der letzten 100 Jahre genauso ständig Drangsalierungen ausgesetzt waren wie in den meisten neuen Nachbarländern auch. Die Ungarn sind oft, in Anführungszeichen, sehr empathisch und sagen, die Slowaken hätten es wirklich schwer, ein Land und ein Volk ganz ohne Geschichte, das sei wirklich keine einfache Sache. Selbst die slowakische Hauptstadt Pozsony, auf Deutsch Pressburg und auf Slowakisch Bratislava, war Jahrhunderte hindurch die Hauptstadt Ungarns, also eine wahrlich schwere Sache, denkt der Ungar. Das Felvidék, das Oberland, wird auch heute als ungarisch verbucht, woher ebenfalls viele ungarische Adelsgeschlechter stammen und wo ebenfalls ein Großteil der ungarischen Geschichte liegt. Die heutige Slowakei ist genauso wie Siebenbürgen. Kein einziges historisches Baudenkmal stammt von den Slowaken selbst, alles wurde von den Ungarn und von den Zipser Sachsen erbaut. Die Slowaken, von den Ungarn historisch als tot so lang ausgesprochen bezeichnet, haben aber eine wesentlich bessere Beurteilung als die Rumänen. Man nimmt es ihnen übel, dass sie als eingesickertes Volk ein schönes Stück Ungarn geklaut haben und ständig damit beschäftigt sind, die Geschichte zu verfälschen, aber die Slowaken selbst werden als ein ordentliches Volk wahrgenommen, das zumindest etwas aus dem Oberland gemacht hat. Außer den historischen Sachen haben die Ungarn keine Abneigungen den Slowaken gegenüber, aber das Felvidék bleibt trotzdem Ungarn. Und als letztes Österreich. Österreich wird als ein schönes und sauberes Land empfunden, in jeder Hinsicht viel entwickelter als Ungarn. Es schmerzt zwar, dass nach dem Diktat von Trianon auch Österreich einen Teil Ungarns erhielt, nämlich das Burgenland, aber die Ungarn freuen sich eher darüber, dass dort, wo die Bevölkerung über die Staatszugehörigkeit abstimmen konnte, die Wahl immer für Ungarn ausfiel.
So wird Ödenburg auf Ungarisch Sopron als die treueste Stadt Ungarns bezeichnet, wo die mehrheitlich deutschsprachige Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls für Ungarn votierte. Der Verlust des Burgenlandes schmerzt die Ungarn nicht allzu sehr. Außer dass man weiß, was geschehen ist, macht man sich darüber in Ermangelung einer ungarischen Minderheit kaum Gedanken. Die Ungarn betrachten wehleidig, dass die Habsburger den Freiheitskampf unter dem Fürsten Ferenc Rákóczi im 18. Jahrhundert und den Freiheitskampf 1848-1849 mit maßgeblicher russischer Hilfe niedergeworfen haben, nachdem die Österreicher vorher von den ungarischen Truppen aus dem Land getrieben wurden. Aber das setzt man nicht mit dem heutigen Österreich gleich. Unzählige Ungarn arbeiten in Österreich, meistens in Jobs, die die Österreicher nicht mehr machen wollen. Das führt auch dazu, dass die Ungarn wegen der guten Bezahlung und wegen des guten sozialen Umfelds das Land mögen, aber viele fühlen sich auch als nicht gleichrangige Fremde behandelt. Aber Friede, Freude, Eierkuchen könnte man im Vergleich zu den anderen Nachbarn sagen. Das sind die Gedanken der Ungarn, der Privatmenschen, des Einzelnen, meistens. Wie überall gibt es in Ungarn auch Menschen, die anders darüber denken, aber sie sind eher eine kleine Minderheit. Vielleicht wird dies alles ganz nützlich, wenn Sie sich in Ungarn mit Ihren ungarischen Bekannten oder Nachbarn unterhalten. Musik.